Herzlich willkommen zur Rallye Monte Carlo, sagen Lenz Lieberkern und Norbert Okenga. Nach dem Frühstücksfernsehen heute Morgen mit der Live-Übertragung der WP5 steht jetzt die WP8 auf dem Programm, die wir Ihnen live präsentieren werden. Das heißt auch mit einem kompletten Live-Mitschnitt des ersten Fahrzeugs. Das ist Jan Kopecky, den wir hier sehen. Die Wertungsprüfungen 1, 2 und 3 vom gestrigen Tag. Wir bringen Ihnen natürlich auch noch eine Zusammenfassung des gestrigen Tages. Und da ging es über 78 Kilometer und am heutigen Tag über die doppelte Distanz über 145 Kilometer. Schnee hat es gegeben in den Alpen in der Nacht und das hat alles noch etwas rutschiger gemacht. Tja, 5 Minuten ist es noch hin bis zum Start der 8. WP und im Augenblick vorne, das ist Juho Hänninen auf dem Skoda und das war eine kleine Sensation. Gestern schon den Tag dominiert und heute genauso eingestiegen in den heutigen Tag mit dem gleichen Erfolgserlebnis für die tschechische Marke. Aber jetzt werfen wir erstmal einen Blick auf den gestrigen Tag und da übernimmt der Norbert. Dicky Auriol und Denis Girardet vergreifen sich bei der Reifenwahl. Einschlag in einen Gesteinsbrocken am Wegesrand in eine der Felswände hinein. Dicky Auriol mit Slicks gewagt, das ist falsch. Luca Rossetti hat denselben Fehler gemacht und besucht gleich einmal den Nachbarn, der ratlos auf das schaut, was der Italiener im Abarth angerichtet hat mit seiner schönen Garage. Ganz anders dagegen die Skoda-Werksmannschaft, allen voran Juho Hänninen. Der geht konservativ zu Werke, fährt den ganzen Tag über mit Winterreifen ohne Spike-Besatz und das zahlt sich aus. Er ist über die Summe, im Durchschnitt über alle Prüfungen am besten dabei, am besten sortiert. Stefan Sarasa schiebt sich mit Slicks auf eine zweite Position nach vorne. Vor Nicolas Vuillot und Sebastian Ogier sowie Freddy Leux, den Sie hier sehen. Ein Skoda also und dann eine ganze Armada von Peugeot. Sarasa im Werkswagen, Vuillot, Ogier und auch Leux in Kronos Bolin. Das ist die Ausgangslage, bevor es heute Vormittag losging in jede Prüfung, die wir jetzt gleich noch einmal in voller Länge live erleben werden. Heute Vormittag das Programm der Wertungsprüfungen 4, 5 und 6. Das Wetter hat sich ein bisschen gedreht hinten raus. Auf der 6. Wertungsprüfung, da hatten diejenigen Piloten einen klaren Vorteil, die sich nur für Winterreifen ohne hineingelassene Stollen oder Spikes entschieden haben. Und das hat dafür gesorgt, dass gegen Mittag sich noch einmal ein bisschen was im Klassement verändert hat. Chris Meek auf dem Weg nach vorne, der hat heute einen guten Morgen hingelegt. Er steht nach der 4. Wertungsprüfung auf der 2. Position hinter Juho Hänninen. Hänninen allerdings mit einer weiteren Bestzeit hat er gleich mal seinen Vorsprung in der 5. in der 4. Wertungsprüfung weiter ausbauen können. Dann die nächste Prüfung, die wir Ihnen heute Morgen bereits live haben zeigen können. Eine weitere Bestzeit von Juho Hänninen schlägt zum ersten Mal die Stunde von Anton Alén bei dieser Veranstaltung, der auf Platz 2 vor Sebastian Ogier fährt und Chris Meek sowie Freddy Leux auf den Plätzen dahinter. Und dann, wie gesagt, die Prüfung, bei der es trockener oder zumindest nicht mehr eisig und schneeig war. Und hier haben eindeutig all diejenigen verloren, die sich nicht für reinrassige Gummireifen, sondern für Spikes entschieden haben. Jan Kopecky im Skoda war einer von denen, die nur mit Schneereifen gefahren sind, ebenso wie Toni Gardemeister. Deswegen Jan Kopecky jetzt mit seiner ersten Skoda-Bestzeit. Die Tschechenfestspiele gehen also weiter. In der Gesamtwertung führt nach wie vor Juho Hänninen. Er hat ein bisschen Tempo rausgenommen heute Morgen. Als der letzten Prüfung Sebastian Ogier auf der 2. Position. Trotz des Problems mit dem Schaltknauf, das er heute Morgen gehabt hat. Dann Freddy Leux auf Rang 3. Chris Meek zurückgefallen in der Mittagsprüfung auf die 4. Position. Aufgrund der Probleme mit den Reifen. Er hat sich sogar noch einen Plattfuß eingefahren auf der Prüfung. Nicolas Vuillot auf 6. Anton Alén rundet die Top 10 ab. Und in der Gruppe N liegt nach wie vor der Österreicher Franz Wittmann Junior mit seinem Stohle Mitsubishi in Führung.
Tja, noch 50 Sekunden sind es bis zum Start der WP8, die wir dann live einsteigen. Und mit den Informationen, die uns Norbert jetzt gegeben hat, können wir uns schon mal einstimmen auf diese Etappe, die heute Morgen schon einmal als die WP5 gefahren wurde. Und ich denke, wir können Ihnen hier versprechen, dass Sie sehr viel Spaß haben werden bei dem, was wir alleine schon heute Morgen gesehen haben, mit viel Schnee und Eis und einigen Rutschpartien, die Kollegen hier absolvieren mussten. Da sind wir schon mit Jan Kopetzky am Start und den werden wir jetzt über die komplette Distanz verfolgen. Und Norbert wird uns hier ein bisschen durch die Strecke führen, denn keiner kennt sich hier besser aus bei der Monte als der Norbert. Es dürfte etwas spuriger geworden sein im Laufe der Zeit. Allerdings, von ganz oben erreichen uns auch Meldungen, dass es seit ungefähr 15:50 wieder angefangen hat zu schneien. Das heißt, das Reifenroulette, das wir jetzt erleben oder bis jetzt schon erlebt haben, das geht nochmal, dreht sich nochmal eine Spur schneller. Jan Kopetzky unterwegs auf dem mittlerweile freigefahrenen, abgetauten ersten Teilstück dieser Prüfung, die ein Klassiker ist, die in der Nähe von Valence beheimatet ist. Valence, früher ja als Historiker kennen Sie das, eine der Sammelpunkte der Sternfahrten, die aus verschiedenen Orten die Rallye Monte Carlo ausgemacht haben, beispielsweise aus Genf, aus London, aus Wien, aus Berlin. Weiß der Geier woher. Man hat sich in Valence als einen dieser Sammelpunkte getroffen. Mittlerweile ist hier ein Servicepark eingerichtet. Wieder zurück ins Hinterland der französischen Seealpen, nachdem man jahrelang sich zu sehr an Monaco geklammert hat, als es noch ein WM-Lauf war. Die IRC machte einiges anderes möglich. Das erste Stück der Prüfung führt ziemlich bergab und ist das, was der Rallyefahrer eine mittelschnelle Passage nennt. Und je tiefer es dann in den Wald hineingeht, da wo Jan Kopetzky jetzt gleich aufkommt, desto trügerischer werden die Straßenverhältnisse. Da hat es nämlich noch nicht getaut. Da liegt zumindest in der Mitte noch eine ordentliche Schnee- und Eisschicht auf der Bahn. Und gleichzeitig wird es gegen Mitte der Prüfung immer und immer schneller. Ich habe es heute Morgen schon gesagt auf unserer Eurosport 2-Übertragung. Wenn die Rallyefahrer von schnell sprechen, dann meinen sie bei Schnee und Eis auf der Straße wohlgemerkt Geschwindigkeiten von bis zu 150 bis 180 km/h. Also dringend nicht zur Nachahmung empfohlen, wenn Sie im Harz oder sonst wo gerade unterwegs sind. Nicht zur Nachahmung empfohlen, kann man da nur sagen. Und auch nur deswegen möglich, weil die Reifen es hergeben. Und darauf müssen wir nachher ganz ausführlich noch eingehen, Lenz, wer hier welche Reifen gefahren hat. Es gibt nämlich seit heute Mittag eine weitere Facette im Reifenpoker der Rallye Monte Carlo. Genau, da hat man einiges umgestellt und ich denke mal für den geneigten Laien sehr zur Überraschung. Heute Morgen ist man ja hauptsächlich mit nachgeschnittenen Spike-Reifen gefahren. Wenige haben sich dagegen entschieden und das war definitiv nicht die richtige Wahl. Und heute Nachmittag sieht es wieder ein bisschen anders aus, du hast es angesprochen, aber da kommen wir gleich dazu. Noch immer im bewaldeten Bereich dieser Wertungsprüfung, die insgesamt Fahrzeiten von etwa 19 Minuten erreichen wird, über die 26 Kilometer Distanz im Wald. Da ist es eng und da ist jeder Fehler sofort und mit der Gefahr behaftet, an einem Baum zu enden. Und trotzdem, trotz der drangvollen Enge auf dieser Traditionsprüfung, unglaublich schnell, ich sagte es. So nähern wir uns dann langsam, aber sicher durch die Serpentinen hindurch einer Brücke, wo es dann gleich rechts abgeht in Richtung eines Orts hinein. Aber zunächst einmal noch gilt es, ein Stückchen neben einem Bachlauf zu fahren. Und von diesem Bachlauf, da kriecht immer wieder Nebel und sogar Kälte und eine Art Gischt und Graupel auf die Prüfung nach oben, sodass es da, wenn man den Bachlauf eine längere Zeit nachfährt, ebenfalls durchaus ziemlich spiegelglatt werden kann. Auch da müssen die Fahrer also jetzt schon auf die eine oder andere Überraschung gefasst sein, wenn der Bachlauf zu ihrer Rechten auftaucht. Ja, und alle, die die Übertragung heute Morgen gesehen haben, die werden feststellen, hoppala, das sieht mir nicht mehr so verschneit und nicht mehr so eisig aus wie heute Morgen noch, denn da war die Entscheidung mit den Spike-Reifen eine ganz klare. Aber jetzt ist viel von dem Schnee verschwunden, viel auch von dem Eis verschwunden, aber das ist eine trügerische Situation, Norbert, denn ja, hier kann es im Wald nach wie vor Eisplatten haben und wenn man sich dann hier an den Speed gewöhnt hat, im Nassen, dann kann das eine Situation sein, die einen schnell in die Bredouille bringt. Und je weiter man nach oben steigt in Richtung des Ortes Saint-Julien, wo es dann nachher durch eine Ortsdurchfahrt durchgeht oder sogar an den Pass da oben, desto kühler wird es natürlich auch und desto größer die Gefahr von diesem gefürchteten schwarzen Eis, wie die Eisplatten genannt werden. Schwarzes Eis deshalb, weil das im Prinzip nacktes, blankes Eis ist, das auf dem schwarzen Asphalt überfroren ist. Und deswegen sieht es so aus,
als sei es Asphalt. In Wirklichkeit ist es aber eine minimale, spiegelglatte Eisplatte, auf der es dann relativ schnell abwärts geht mit der eigenen Leistung. Tja, und wie man bei Luca Rossetti gesehen hat, kann man dann schnell auch in der Garage des Nachbarn stehen. Und die Geschwindigkeiten nicht mal sonderlich hoch, aber eingeschlagene Räder, viele kennen das aus dem Winter, und es geht einfach nur geradeaus. Da ist nichts mehr zu machen. 4 Minuten 34,35 Sekunden für Jan Kopecky in dieser WP. Das ist in etwa, ja, nicht ganz das Viertel, was er hier fahren muss. Und du hast oben angesprochen, die Brücke, in etwa der Wendepunkt dieser WP. Und dann geht es im Prinzip den Berg wieder runter. Da wird es etwas breiter und dann auch relativ schnell. Ja, die Brücke mit dem Holzhandel linkerseits ist genau der Wendepunkt. Von dort geht es wieder zurück in Richtung des Orts, wo wir losgefahren sind. Franz Wittmann sehen wir unterwegs, den Besten der Gruppe N. Der ist mit Winterreifen und Spikes unterwegs, fährt also eine völlig andere Bereifung als Jan Kopecky im großen Bild. Lass uns gleich schon mal anfangen damit. Jan Kopecky nämlich unterwegs mit Winterreifen, also sprich mit Lamellenreifen von BF Goodrich. Ohne Spikes, nicht nachgeschnitten. Skoda geht den konservativen Weg heute und hofft, dass es sich über die Summe der drei Prüfungen auszahlt, dass man hier mit Winterbereifung unterwegs ist. Einige andere machen das vollkommen anderes. Sowohl Johanninen als auch Freddy Leux, allerdings ebenfalls nur mit den Lamellenreifen unterwegs, genau wie Jan Kopecky. Eine Info, die bei mir reingetrudelt ist, das ist, dass Sarrazin, Ogier, Mieg und Basso mit geschnittenen Regenreifen unterwegs sind. Wahrscheinlich jetzt genauer gesagt, das ist richtig, ja. Genau. Weil die der Meinung sind, naja, vielleicht haut's hin, nass wäre kein großes Problem. Es darf halt nur nirgends richtig glatt sein, denn dafür ist der Gummi von seiner Konsistenz her nicht geeignet. Er braucht wärmere Temperaturen, um auf Temperatur zu kommen und auch Grip zu kriegen. Und dann geht's halt dahin wie bei Rossetti. Ja, ist ein Wabankspiel, oder? Chris Meek hat sich auf jeden Fall in diesem Wabankspiel sogar auf den allerletzten Drücker noch umentschieden. Der war schon auf dem Weg raus eigentlich, zumindest so gut wie. Hat dann von seinen Eisspionen gehört bekommen, die Strecke ist mittlerweile ganz frei getaut, da ist kein Eis, kein Schnee mehr drauf. Hat dann kurz vorm Rausfahren noch einmal dafür gesorgt, dass die Reifen gewechselt werden. Da ist jetzt der Holzhandel, jetzt kommt die Brücke, wo es rechter Hand über den Bachlauf hinübergeht. Und dann wieder in die zweite Halbzeit dieser Wertungsprüfung hinein. Zunächst noch ein Stückchen durch den Wald hindurch. Und dann aber nach den ersten Serpentinen, wenn man ein bisschen wieder bergab gekommen ist in Richtung Bonnet, dann öffnet sich das Gelände. Es bleibt nach wie vor sehr schnell, aber es wird offener. Man fährt auch über Lichtungen, über Felder, Wiesen und Auen. Toni Gardemeister 1,1 Sekunden schneller als Jan Kopecky, der Sieger der Mittagsprüfung hier. Gardemeister fährt ebenfalls mit Winterreifen. Und der liegt auf der fünften Position in der Gesamtwertung im Augenblick. Franz Wittmann ist ja schon auf dem achten Platz gewesen, nach vorne gekämpft, hat allerdings heute Vormittag dann ein bisschen Probleme bekommen, fiel kurzzeitig auf die 11. Position zurück, ist jetzt im Augenblick wieder auf der 10. Position, wenn ich es richtig im Kopf habe hier, ja, mit 7 Minuten 38 Sekunden Rückstand. Und ja, Toni Gardemeister, der will natürlich aufs Podium und da hat er auch gute Chancen. Während wir weiter unterwegs sind mit Jan Kopecky, man sieht jetzt schon, das Gelände um die Straße öffnet sich. Das wird etwas weitläufiger, die Straße selbst auch ein bisschen, eine Spur breiter als durch den Wald beim Aufstieg bis zum Holzwerk. Nach wie vor ultraschnell, hin und wieder mal die ein oder andere etwas engere Kurve drin, aber vom Grundcharakter her eine unglaublich schnelle Prüfung. Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass das hier den Berg hochgeht und da doch noch einige Serpentinen gefahren werden müssen, da wird richtig angegast. Und vor allem den Eindruck, den man heute Morgen von dieser WP hat, den können sie eigentlich völlig vergessen. Es sei denn, es schneit tatsächlich irgendwo noch hinten raus. So wie ich es gerade aus dem Servicepark noch gehört habe, dass dort die Meldungen eintreffen. Und deswegen glauben viele, aufgrund des jetzt gerade wieder auffrischenden Schneefalls, dass Leute wie Chris Meek, wie Stefan Sarrazin, Sebastian Ogier und Gian-Domenico Basso mit ihren geschnittenen Intermediates ordentlich verwachst haben könnten. Und dass die Lamellenreifen, die Winterreifen, mit denen hier beispielsweise Jan Kopecky unterwegs ist, die deutlich bessere Wahl sind über die komplette Distanz der Prüfung hinweg. Ja, vor allem wenn der Belag kalt bleibt und die Mischung, die ist ja auch eine weichere, dann hält die auch einigermaßen. Da haben wir Meek, den ihren 2,57, also an die Zeit von Gardemeister kommt er schon mal nicht hin, aber das sind 4,8 Sekunden. Das ist nicht die Welt.
Da müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt, den Berg hoch beim Iren. Die Zeit wird er verloren haben. Auf dem einen Stück, was wir da gesehen haben, wo es etwas schneeig und noch spurig gewesen ist. Im Schatten der Bäume. Da wird irgendwo die Zeit, diese 4,8 Sekunden von Chris Meek liegen geblieben worden sein. Und das ist natürlich genau die Sektion, auf der man Zeit verliert, wenn man mit Intermediates versucht, über ein Geläuf zu fahren, das eigentlich für Winterreifen bestellt ist. Jan Kopecky hier unterwegs. Und ich bin mal gespannt, wie das hier am höchsten Punkt dann aussieht. Denn wenn es schneit, dann wird es wahrscheinlich eher weiter oben dann zu schneien beginnen. Und dann ist die Frage halt, wie stark ist der Schneefall? Hoffentlich nicht so stark wie gestern in der WP3, wo Franz Wittmann gemeint hat, es hat so stark geschneit, ich habe kaum noch die Aufkleber auf den Autos oder auf der Motorhaube vorne bei mir gesehen. Und das jetzt der Blick aus dem Auto. Puh, nicht langsam. Das sind geschätzte 140, 160. Ja, das ist schon flotte Leute. Da bist du mit 180 sicher dabei, weil hier fährst du fast ausgedreht in der höchsten Fahrstufe. Ja, links gut zu sehen. Links gut zu sehen. Der Bachlauf, von dem ich gerade gesprochen habe, der hier die Feuchtigkeit, die Straße mit hochschickt und die Kälte. Chris Meek in einem Kronos Peugeot 207, ein viertes Auto, finanziert von Peugeot UK. Notnagel für Meek, nachdem der dieses Jahr eigentlich bei Subaru in der WM hätte fahren sollen, aber das hat sich ja nun erledigt aufgrund des Schwanzeinziehens der Japaner. Die Wirtschaftskrise, die zieht halt auch ihre Kreise in den Motorsport und das nicht zu knapp, haben wir ja schon viele Rückzieher gesehen. Gian Domenico Basso, und das ist jetzt einer, der hier mit dem eher, ja, ich sag mal, Sommergeläuf unterwegs ist. Ja, genau wie Meek mit diesen besagten nachgeschnittenen Intermediates. Aber so, wenn es hier so aussieht, wie es hier aussieht, dann sind auch da zumindest die Intermediates die richtigere Wahl als die Winterreifen. Aber man darf das ja nicht isoliert betrachten auf diese eine Prüfung, sondern es kommt ja noch eine, die sich anschließt. Und da wird es ja nachher wieder kühler sein. Da kann unter Umständen schon wieder der Frost aus dem Boden rausgekrochen kommen und für noch mehr Vereisung gesorgt haben. Deswegen auch die Wahl von Franz Wittmann, mit Winterreifen, mit Spikes zu fahren. Chris Meek dagegen mit seinen Intermediates unterwegs momentan. War Sechster in der ersten Prüfung der Nachmittagsschleife. Jede Prüfung, die Sarasa gewonnen hat vor Ogier und Loix. Fuhr da in etwa auf einem Level mit Jan Kopecky im Skoda Fabia. Ja, von den WPs her ist es ja so, dass Juho Hänninen, die als einzige im Augenblick zwei WPs gewinnen konnte, die WPs 4 und 5. Die letzte, die ging von 6er an Jan Kopecky. Wie schaut es eigentlich in der 7er aus? Da müsste Sarasa die Nase vorne haben. Ja. Genau, ja. Und der hat auch die zweite WP gewonnen, also auch zwei WP-Siege für ihn. Was aber bei Hänninen viel mehr auffällt, der fährt fast im Stile von Rauno Altonen, sehr kontrolliert und überlegt sich sehr genau, wann er angasen kann und wann eher nicht. So eine Art Rallye-Professor 2, wie sein finnischer unmittelbarer oder mittelbarer Vorfahre, Rauno Altonen. Hat hier zumindest eine sehr kontrollierte Offensive hingelegt am ersten Tag. Da überhaupt nichts riskiert, aber das Auto nach vorne buxiert durch konstantes Festbeißen in den Top 3, Top 4. Jetzt heute Morgen hat er hingelangt, als die Gegebenheiten dafür waren. Freddy Leutz unterwegs, der hat nun wiederum, genau wie die beiden Skoda, Winterreifen, Lamellenreifen ohne Spikes aufgezogen. Juho Hänninen, du hast es angesprochen, entwickelt sich zum Professor. Er ist ja am Anfang so ein bisschen verschrien gewesen, also ein bisschen Bruchpilot, der ein bisschen zu viel Risiko geht. Und da ist die Lernkurve bei ihm, was viele sagen, extrem steil in Richtung eines sehr überlegten Rallye-Fahrers. Dessen großer Gegner letztes Jahr war Andreas Aigner in der Produktionswagen-WM. Und für Aigner, wenn ich kurz abschweifen darf, beim Blick auf Chris Meek, bahnt sich eine ähnliche Notlösung an wie für Chris Meek jetzt in der IRC. Es gibt für den 22-Jährigen aus der Steiermark mittlerweile kein WM-Programm mehr. Jo, leider. Sondern man orientiert sich in die etwa halb so teure interkontinentale Rallye-Challenge. Es gibt dort durchaus vielversprechende Kontakte von Andreas Aigner. Vielleicht nach Curitiba zum dritten Lauf der Saison noch einzusteigen in diese IRC. Und das wäre aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses für einen wie Andreas Aigner, der gerade seines Hauptförderers verlustig gegangen ist,
sicherlich durchaus eine interessante, attraktive Alternative. Ja, ebenfalls etwas, was viele nicht verstanden haben. Da macht man seinen Job, macht ihn richtig gut und dann sagt der Hauptsponsor Danke, das war's. Also für viele nicht unbedingt begreiflich gewesen. Ja, die Skodas bei der Rallye Monte Carlo, wir haben es bereits einige Male erwähnt, die haben den Mund, ja, ich möchte sagen, richtig vollgenommen, aber Understatement war nicht zwingend an. Wie gesagt, man war sich der Sache ziemlich sicher und aufgrund des Testprogramms, das sie gelaufen haben, bestätigt sich das hier. 14:33,5, das ist richtig schnell, das sind ja 3 Minuten schneller als in der ersten, im ersten Durchgang, oder? Das heißt aber auch, da ist zumindest jetzt noch kein Schnee von irgendeiner Form festzustellen. Da ist also das, was im Servicepark herumgemunkelt wurde, gerade eben vor Beginn, nicht so ganz eingetroffen. Vielleicht fängt es gleich an zu schneien, wenn mehr Leute durchkommen, wie beispielsweise Sebastian Ogier, den wir jetzt sehen. Aber zumindest Jan Kopeckis erste Zeit ist noch bei komplett schneeloser Bahn gefahren worden. Außer dieses kleine Teilstück dazwischen drin. Damit hat er, wenn es wirklich nachher auffrischen sollte beim Schnee, auf jeden Fall einen kleinen Vorteil der Tscheche. 2,5 Minuten schneller die Zeit am Nachmittag wie heute Morgen. Also das sind schon leichte Welten, würde ich mal sagen. Und da merkt man auch, wie unterschiedlich die Bedingungen sind. Have dramatically changed compared to this morning. How was sagt it? Auch Alessandro, das hat sich rapide verändert. Also wesentlich besser als heute Morgen. Kaum Schnee, sehr viel schneller. Snow tires, good choice. Ja, die Frage nach den Reifen. But we had a weather forecast that it may snow here, but okay, no snow came, so okay. Also er hat gesagt, wir sind eher auf der sicheren Seite geblieben, weil es geheißen hat, es soll nochmal schneien, kam aber kein Schnee, aber ich denke, das ist ganz gut gelaufen. So Jan Kopeckis. Schaut so aus und jetzt warten wir, ob der Schnee dann doch noch später mal fällt. Ich habe gerade noch mit Michael Hrabanek gesprochen, dem Sportchef von Skoda, dem neuen Sportchef, und der hat selbst gesagt, was wir hier hinlegen, das übertrifft eigentlich unsere eigenen Erwartungen sogar im Vorfeld. Das kann man, aber darf ich so sagen, man darf sich noch nicht so sicher sein, sagt er, du kannst beim Testen 100 Mal alles simuliert haben. Und bei der Rallye Monte Carlo, das ist das, wo es zählt. Da geht dann vielleicht irgendwas völlig Unerwartetes schief. So wie gestern die Lenkung bei Jan Kopeckis, die du gesehen hast. Die sie mittlerweile übrigens komplett gewechselt haben. Nicht nur die Servopumpe, sondern die ganze Lenkeinheit ausgetauscht, um sicherzustellen, dass sich da nicht weiter was wiederholt. Chris Meek derweil hat es heute Morgen gesagt, er schätzt es ein, für ihn ist es die wichtigste Rallye seiner Karriere, denn er muss sich hier beweisen, dass er die Unterstützung von Peugeot England zurecht bekommen hat. Und ich kriege gerade eine Info, dass Bouillos nicht gestartet ist, aus welchen Gründen auch immer. Okay, den Servicepark verlassen hat er noch, wo er dann abgeblieben ist, weiß ich dann demzufolge auch nicht. Auf jeden Fall am Servicepark war er noch mitgeführt als ganz normal etatmäßig rausfahrender. Das wäre natürlich ja sagen, nach dem Verlassen des Serviceparks gab es ja noch eine andere Wertungsprüfung. Kann ja sein, dass ihm dort irgendwas zugestoßen ist und dass er auf der Verbindungsetappe irgendwas hat reparieren müssen, was er nicht auf die Reihe gekriegt hat. Das wäre eine Möglichkeit. Nebel wird ebenfalls gemeldet, der zunehmend im Zielbereich. Das wäre jetzt für die Nachfolgenden eher ein kleines Problem, vor allem wenn sich das hier ist eine Passage, wo du jetzt als Chris Meek vorsichtig sein musst. Da liegt Schnee. Da liegt doch noch Eis und er mit seinem Intermediate. Jetzt kommt da schnell mal ins Rutschen. Da kann es also sein, dass er wieder etwas Zeit einbüßt, dass da Leute wie Franz Wittmann und auch der Spitzenreiter Kopeckis besser sortiert waren. Vujo, hören wir jetzt gerade, genau, ja, hat einen Unfall gehabt auf der 7. Wertungsprüfung. Demzufolge also nicht mehr mit dabei. Der IRC-Gesamtsieger im Kronos Peugeot ausgeschieden. Denn die 7. WP, muss man dazu sagen, die läuft ja im Augenblick noch. Die verfolgen wir so mit einem Auge auf dem Zeitenmonitor mit. Und tatsächlich ist es so, da taucht Nicolas Bouillos nicht mehr auf. Tja, das ist natürlich jetzt bitter für den amtierenden Champion. Lag auf der 6. Position nach der WP6. Und Ende jetzt leider für ihn. So wie das aussieht. Toni Gardemeister im Fiat Abarth Grande Punto des Astra-Teams. So, jetzt haben wir keine Zeit. Heute Morgen war Gardemeister Vierter und da siehst du, wie sich's zuzieht. Aber die Wetterbedingungen werden also erheblich schlechter da oben bei der Zieleinfahrt. Das könnte natürlich über die Distanz hinweg, über die Dauer der Sendung hinweg, durchaus auch die Zeiten ein bisschen noch beeinflussen. Kopeckis hatte eindeutig die besseren äußeren Bedingungen. Toni Gardemeister kommt derweil ins Ziel.
Ja, und da sieht man auch gerade eben bei der Totale, wie der Nebel hier drüber zieht. Also das geht hier richtig schnell, wie man es halt aus den Bergen kennt. Also das kann doch ein richtiges Problem für die nachfolgenden Fahrer werden. Also da haben wir definitiv einen Vorteil, je näher man an der Startzeit von Jakob Betzke liegt. Yeah, much better than morning, but okay. Also wesentlich besser als heute Morgen. I think it was quite okay for us, you know. No, no, also war ganz okay major für uns. Problems, only that, keine großen Probleme. With intermediate, it should be a little bit quicker, but you know, it depends. This was a little bit also mit Intermediates wäre es vielleicht ein kleines bisschen schneller gewesen, aber so ganz sicher ist er sich da auch nicht. Hängt ein bisschen davon ab, wie man hier zurechtkommt. Ja, du kannst nur so ein bisschen pokern, da rechnen wir mit Schnee und was kommt stattdessen? Nebel. Tja, das die Aussagen von Toni Gardemeister. Man bräuchte die alten finnischen Wunderreifen Hakkapeliitta, die es früher mal gab, mit denen man hier irgendwie die Szene aufgemischt hat, dass die ganzen Finnen hier richtig hingelangt haben. Der Zwischenstand Kopecky liegt in Führung, aber die Großen, die kommen ja noch erst. Chris Meek beispielsweise, mit dem wir jetzt wieder unterwegs sind, im Peugeot 207 auf dem letzten, auf dem offenen Teilstück hinten raus in Richtung des Ziels. Ja, und da streikt jetzt auch so ein bisschen die Übertragung, da hakt es ein bisschen. Jetzt der Blick aus dem Hubschrauber, sieht man, wie hier die Wolkenbänke reinziehen. Oh. Der Nebel mampft schon die Teilnehmer auf, da im Zielbereich. Chris Meek ist auch zu langsam, der kommt auch gegen Jan Kopecky nicht gegen an. Also der derzeitige Stand der Dinge mit den Intermediates ist offensichtlich hier falsch bedient. Nicht wirklich schneller. Ja, wie gesagt, es müssten auch die Temperaturen des Asphalts dann ein bisschen passen, damit die auf Temperatur kommen, denn die Mischung ist ja auch eine andere. Sarrazin, Ogier und Basso sind mit diesen Intermediates jetzt noch unterwegs. Sarrazin hat mit besagten Intermediates heute Mittag die erste Nachmittagsprüfung gewonnen vor Ogier. Und dann kam bereits Freddy Leux mit seinen Lamellen, mit seinen Winterreifen. Das war also auch gut durchmischt. Kopecky also vor Gardemeister, Meek und Franz Wittmann auf der vierten Position, aber der hat richtig Rückstand, 56 Sekunden. Logisch als Gruppe N-Fahrer, das muss man so einsehen, das ist das unterliegende Konzept bei dieser Veranstaltung, damit schlägt Wittmann sich sehr gut. Also hat sich sehr verändert. In service, the decision was that late, we didn't get a chance to put any cuts in the tire, so I would have preferred some cuts, but... Also wir haben ganz kurzfristig noch umentschieden, hätten gerne noch Cuts reingeschnitten und das hat einfach von der Zeit her nicht mehr gelangt. Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen besser gegangen, aber trotzdem bin ich einigermaßen zufrieden mit diesem Lauf und auch mit der Entscheidung. Also er rechtfertigt den Sprung auf die Intermediates und der ist mit relativ wenigen Schnitten da drin gefahren. Das muss man sich unter diesen Bedingungen mal vorstellen. Also der ist noch richtig unerschrocken. Der Meek, wie gesagt, keine Erfahrung auf Schnee, fuhr gestern in der dritten WP auf Schnee und das richtig flott. Hat hier keine Schrecken und keine Furcht gezeigt. Also der beeindruckt uns, oder? Ja, der stellt sich hier äußerst geschickt an. Auch wenn man sieht, wie kurzfristig der die Reifen da gewechselt hat. Da war wirklich 0,0 Zeit noch irgendwas nachzuschneiden, wie er es gerade gesagt hat. Das war rausfahren, nein, anhalten, andere Reifen und dann rausfahren. Wäre viel Zeit nicht mehr gewesen bis zur Zeitüberschreitung aus dem Service zum zu späten Auschecken. Aber trotzdem hat er seinen coolen Kopf bewahrt und hat das hier gut nach Hause geschaukelt bei schwierig werdenden Bedingungen. Ein Abarth-Auto unterwegs auf den letzten Metern. Gian Domenico Basso. Und auch der verliert ein Hauseck an Zeit auf Jan Kopecky. Chancenlos Gian Domenico Basso ebenfalls mit Intermediates, mit nachgeschnittenen. 26 Sekunden, vierter Platz im Augenblick für ihn. Aber man sieht ja auch, wie rapide sich hier die Bedingungen verändern. Das Mittelstück scheint mir zu lang zu sein, da wo es wirklich noch Schnee und spurig Eis auf Untergrund hat. Da verlieren, glaube ich, die ganzen Herrschaften, die mit Intermediates, mit Regenreifen sind, massiv da Zeit. Da ist nur eine schmale Spur. Und die triffst du erstmal treffen. Die triffst du nicht immer, genau. Und wahrscheinlich ist da sogar noch dieses blanke, dieses harte Eis drunter, was heute Morgen ja auch da war. Das war eine zentimeterdicke Schicht an Eis drunter. Genau hier jetzt, wo Freddy Leux vorbeikommt. Der hat gestern was Interessantes gemacht, der Freddy Leux, am Vormittag. Morgens vorne Spikes, hinten keine Spikes. Solche kleinen Tricks hat Freddy Leux ausgepackt, damit hat es morgens funktioniert. Jetzt fährt er hier mit ganz normalen Winterreifen ohne Spikes und ist schneller unterwegs als die Fraktion
intermediate bereiften. Gian Domenico Basso. Also für ihn läuft es nicht optimal, sagt Alessandro Dragoselda zu Gian Domenico Basso. La prova di prima non l'ho fatto molto bene, questa è un po' meglio. Abbiamo montato delle intermedie, però è da questa mattina che non ho il feeling con la vettura. Probabilmente. Thank you, Gian Domenico. Yes, it was a bit better in this last special stage. Also er sagt, jetzt war es ein bisschen besser als heute Morgen, denn da lief es überhaupt nicht. Die Intermediates waren sicherlich nicht die schlechteste Wahl, aber er kämpft einfach mit dem Handling des Autos. 2,9 Sekunden langsamer für Freddy Leuks, zweite Position für ihn. Und er kommt einfach mit dem Auto nicht zurecht, findet kein Gefühl. Und alles, was er macht am Auto, scheint keine Besserung zu bewirken. Ja, die Interviews mit Basso haben immer was von Katastrophenjournalismus bei dieser Veranstaltung. Aber der redet immer so, als wenn sie nichts angehen würde. Kopecky bleibt vorne. Freddy Leuks schiebt sich auf die zweite Position. Vor Toni Gardemeister, Chris Meek und Gian Domenico Basso. Sebastien Ogier, der hier einen jetzt einmaligen Start fährt. Ein BF Goodrich Auto. Dieses Auto wird ja bei 5 Veranstaltungen jeweils wechselnd besetzt von einer Jury von Fachkundigen. Hier hatte Sebastien Ogier, der Junioren-Weltmeister, den Zuschlag gehalten, hat sich bis jetzt prima geschlagen. Ogier allerdings auch einer von denjenigen, die mit Intermediates unterwegs sind, genau wie Sarrazin und wie Basso und wie Chris Meek. Das müsste ihn normalerweise Zeit kosten auf die Bestzeit von Jan Kopecky. Freddy Leuks dabei beim Interview. Okay, a bit more easy than this morning. Also ein bisschen leichter als heute Morgen, sagt because the stage is so quick and on tarmac, it's less exciting than this morning. Also er sagt, die Strecke ist so schnell und macht weniger Spaß als heute Morgen. We took a snow tire. We had nearly no ice and snow anymore. Winterreifen genommen. We pushed a little bit and I think the time is not bad. Also er sagt, die Zeit ist, glaube ich, nicht so schlecht. Wir haben viel Druck gemacht, so gut wie es ging. Okay, until now it's still acceptable. Thank you very much. Ja, jetzt habe ich die Frage von Alessandro nicht verstanden, aber hast du sie mitgekriegt? Das scheint so um die Sicht gegangen zu sein, ah, ja, okay. oder auch um den Reifenverschleiß, wie auch immer. Jedenfalls sei das noch akzeptabel, so passt oder so. Noch, ja. Jetzt schauen wir mal, was Sebastien Ogier macht heute Morgen. Kam er ja mit abgerissenem Schaltknauf rein. Die Frage haben wir mittlerweile klären können, wie er trotzdem schalten konnte. Es war wirklich nur der kleine Ball obendrauf abgebrochen, so wie es François Delecour vor Jahren auch schon mal passiert ist, der das Ding gut in Brand nach hinten geworfen hat. Aber die eigentliche Schaltstange, die hing noch, also musste er sie einfach nur weiter unten umfassen und konnte entsprechend doch noch die Gänge wechseln. Und hier hat auch der daneben gesetzt, hat verwachst mit seinen Reifen, 9,7 Sekunden verloren. Sebastien Ogier verliert viel, viel Zeit auf Jan Kopecky. Das ist der vierte Platz im Augenblick. 1,20 liegt er hinter Jo Hänninen nach der WP7 und dahinter lauert Freddy Leuks mit 1,34. Also das wird jetzt dann langsam eine knappe Nummer um die zweite Position zwischen Ogier und Leuks. Reichlich beschlagen auch hier die Sicht bei Sebastien Ogier im Kronos BF Goodrich Peugeot 207. Sebastian, how was this stage? Also wie war diese WP? Nicht so schlecht. It was difficult. Mit dem Reifen ist es ein bisschen schwierig gewesen. But normally the next one will be better for us with this tire. Also die nächste WP wird besser mit diesem Reifen. Your strategy, avoiding mistakes or attacking hard? Ja, was war deine Strategie? Fehler vermeiden oder attackieren? I think it is very difficult now to keep Kopecky, to keep Hänninen. So also es ist sehr schwierig im Augenblick an Hänninen dran zu bleiben. And, we will see. Sebastian, this is the first time you are driving an S2000. Also das erste Mal, dass du ein S2000 fährst. Wie schwierig ist die Umstellung? The start was a little bit difficult, but also der Start war ein bisschen schwierig. It is better. Now I nach der ersten WP war es besser. I stay prudent every time because the rally is very very difficult. Many drivers. Also er ist angespannt. Die Rallye ist sehr sehr schwierig. So I don't want to do a mistake. And also ich möchte einfach keinen Fehler machen. I stay prudent for the moment. Das Auto nicht kaputt machen. Also er fährt ja eine Mischung aus vorsichtig fahren und trotzdem schnell zu fahren und das macht er ordentlich. Wie gesagt, zweite Position vor Freddy Leuks im Augenblick noch, aber ja.
Da hat er jetzt ein bisschen Zeit auf Leuks auch verloren. Und wir haben Nicolas Vuillaus verloren, also er von der sechsten Position mit Unfall ausgeschieden aus der Rallye. Und damit rückt Giandomenico Basso nach der WP7 einen Platz nach vorne. Und ich bin gespannt, was jetzt Juho Hänninen, der Spitzenreiter, macht. Nachdem er Sebastian Ogier sagte, gerade auf der nächsten Prüfung müssten normalerweise die Intermediates besser sein als die Winterreifen, muss also jetzt Juho Hänninen hier ordentlich ein vorlegen, damit er nicht nachher auf der letzten Prüfung des Tages unbotmäßig viel Zeit verliert und es um die Spitze dann noch einmal wieder ganz, ganz knapp wird. Unbotmäßig, den Satz, den Spruch habe ich schon lange nicht mehr gehört. Wo ist er, ist die Frage. Wo ist er genau? Wo laufen sie denn? Wo ist Bele? Hänninen. Ja, da haben wir eine schöne Totale, die nützen sie im Augenblick erst einmal nichts. Jetzt haben wir ihn aus der Onboard-Perspektive. Juho Hänninen auf den letzten verträumten 2 Minuten in Richtung Ziel. Jan Kopecky hält derzeit die Bestzeit. Hänninen exakt gleich bereift wie sein Skoda-Teamkollege. Hat aber ein bisschen mehr im Nebel stochern müssen. Etwas schwierigere Bedingungen muss ich etwas mehr mit den Elementen auseinandersetzen. Andererseits könnte es noch mehr getaut haben in dem kniffligen Mittelteil. Schauen wir mal, wie der direkte Vergleich ausfällt. Bis jetzt hat Juho Hänninen Jan Kopecky hier im Griff gehabt. Knapp, aber doch. Der Spitzenreiter auf den letzten Metern dieser Wertungsprüfung. Und zunächst kommt noch Stefan Sarrazin mit seinem Beifahrer Jacques Renucci aus Frankreich. Und der ist 207 im Werkswagen. Zack, 15,1. Auch verloren. Aber auch hier mit Intermediate. Ja, genau, eben. Folgt dem Trend demzufolge. Er folgt dem Trend, so kann man es auch nennen, ja. Also 15 Sekunden verloren für Sarrazin, aber der kämpft sich ja eh wieder nach vorne. Nach dieser extrem verkorksten WP, wo er rausgerutscht ist. Spannend wird es jetzt, wann Jan Kopecky, ob Jan Kopecky eine Bestzeit verteidigen kann oder ob Juho Hänninen die noch vom Sockel schmeißen kann. Stefan Sarrazin, vielleicht waren die Regenreifen nicht die richtige Wahl. Das war ein bisschen schwieriger auf dem eisigen Part. Aber im Großen und Ganzen ging es schon. Also die verteidigen alle ihre Entscheidung. So nach dem Motto, prinzipiell wäre es gegangen, aber da ging es halt nicht so optimal und da verliert man halt dementsprechend die Zeit. Ja, aber die verteidigen es halt, weil sie wissen, der Vorteil war in der ersten Prüfung vor der hier und der kann gleich noch wiederkommen. Genau, und deswegen sagen sie, wenn sie meinen, naja, es ging schon, dann heißt das, wir haben weniger Zeit verloren, als wir eigentlich erwartet haben. Und das ist eigentlich für den Kompromiss, für die Summe aller 3 Prüfungen der zweiten Schleife heute noch ganz gut. Das heißt das, eigentlich ging es schon. Ja, vor allem, weil man unter Umständen den anderen beiden WPs mehr Zeit holt, als man hier verliert. Das wird ganz knapp. Das wird ganz knapp, was hier Juho Hänninen gegen Jan Kopeckys Bestzeit macht. Da kommt er quer angeflogen. Jetzt geht's in den Nebel rein. Das wird schnell. Den schlägt er. Zack, um 2,3 Sekunden die Bestzeit für Juho Hänninen, also quasi nach jetzigem Stand der Dinge wäre das die dritte WP, hat sich nicht lumpen lassen, holt eine neue Bestzeit. Der Führende im Klassement im Augenblick, Juho Hänninen. Er drückt der Rallye ganz klar seinen Stempel auf hier in aber dieser Phase. Der dominiert, der macht hier eigentlich den Sack schon fast zu, auch wenn noch ein ganzer Tag und die Nacht der langen Messe ansteht. Natürlich live auf uns, das Eurosport zu sehen. Jetzt aber zunächst einmal 2,3 vor Kopecky und dann Freddy Leuks auf der dritten Position. Juho Hänninen baut seine Führungsposition also weiter aus auf der zweiten Durchfahrt von Saint-Bonnet nach Saint-Julien und Saint-Bonnet zurück. Also du bist schnellste im Augenblick. Thanks for the people. We had a good tire, not best one for the previous stage, but over here it was very good and very very nice stage. Very nice. Also er sagt, das war eine sehr, sehr gute WP, die hat mir sehr, sehr gefallen. Small margin maybe, but I wouldn't like to use it on this rally. Thank you. Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber da musst du mir helfen. Frage war, ob er ganz am Limit fährt oder ob er sich jetzt noch eine kleine Sicherheitsreserve eingeplant hat. Also der hat noch eine kleine Reserve, aber das muss man auf einer Rallye wie der auch hier ganz ans Limit, wäre bei so einer Veranstaltung zu riskant.
Hängen also der Spitzenreiter Skoda nach wie vor die dominierende Marke. Und da werden sie sich bei Peugeot ganz schön am Kopf kratzen. Sie haben einige Ingenieure verloren an Skoda und das resultiert hier in einem Doppelsieg. Juho Hänninen vor Jan Kopecky, dann Freddy Leux, Toni Gardemeister mit dem überarbeiteten Abarth und Sebastian Ogier auf den ersten fünf Plätzen in der Wertung dieser WP. Die Entwicklungsarbeit bei Skoda, auch mit Input von Peugeot-Ingenieuren, ganz klar, hat sich ausgezahlt. Franz Wittmann, bester Gruppe-N-Fahrer, eindeutig bester Gruppe-N-Fahrer auf der 9. Position. Relativ nah dran sogar noch an den Super 2000. Dann Wittmann, gefällt mir sehr gut im Stohlauto, liefert hier eine blitzsaubere Vorstellung ab. Tja, vor allem wenn man bedenkt, dass dieses Auto das Potenzial hier gar nicht ausspielen kann und vor allem um einiges größer und schwerer ist. Hat sich ein bisschen die Karosserie ramponiert heute auf der letzten Prüfung vor der Mittagspause, aber zum Glück nur Karosserieschaden, nichts an der Aufhängung. Der Gesamtstand bei noch einer heute Nachmittag ausstehenden Prüfung. Hänninen 1,32 jetzt schon vor Ogier, dann Leux, Mieg und Toni Gardemeister. Der Platzkampf um Platz 2 könnte fast schon spannender werden als der Kampf um die erste Position. Kopecky weiter auf dem Vormarsch, jetzt schon Siebter und ruckelt schon an der sechsten Position von Stefan Sarrazin. Kopecky eindeutig der große Gewinner, seit wir uns zuletzt gemeldet haben heute Vormittag auf Eurosport 2. Definitiv, und der hat einen langen Weg von hinten nach vorne, denn der Auftrag, der ging sicherlich nicht nach Maß. 7 Sekunden fehlen nach vorne auf die sechste Position und auch 7 Sekunden, exakt die gleiche Zeit, fehlt Mieg auf Leux auf die Zeit von Ogier. Also da wird es noch richtig spannend. Wie gesagt, heute Nacht dann die Zusammenfassung des heutigen Tages, dann um 24 Uhr, quasi um 0 Uhr. Und ich freue mich ja schon auf morgen, auf die 2 Stunden Live-Übertragung der beiden Nachtetappen. Skoda dominiert also nach wie vor. Jan Kopecky 2 Bestzeiten, Juho Hänninen der Spitzenreiter. Wie alles dazu kam, heute Nacht um 0 Uhr in der Analyse. Bis dahin, tschüss erst einmal. Mit den Bildern des Tages, sagt ihr Norbert Okenga. Und ihr Lenz Leverkern. Bis dann. Ciao. Herzlich willkommen zu den letzten beiden Etappen der Rallye Monte Carlo. Mehr Finale geht eigentlich kaum noch, denn es stehen nur noch 2 WPs an und die bringen wir Ihnen live. Wir, das sind Lenz Leverkern und Norbert Okenga. Tja, und da befinden wir uns mitten in den Alpen und die Monte zeigt sich, wie gesagt, bereits, falls Sie unsere letzten Sendungen verfolgt haben, von ihrer schönsten Seite, nämlich völlig unberechenbar. Und die beiden WPs, die wir jetzt haben, 13 und 14, die haben wir als 11 und 12 bereits gefahren. Aber die Bedingungen, die sind schon nicht mehr die gleichen, wie zu erwarten war. Es ist kälter geworden, wahrscheinlich auch mehr Eis und Schnee. Und der heutige Tag, der hat wieder einiges an Überraschungen gebracht. Negative Überraschungen unter anderem auch für Leute wie Juho Hänninen, den Führenden über weite Strecken dieser Rallye. Der ist ausgefallen mittlerweile auch, nachdem er gestern die Führung verloren hatte. Und ja, Toni Gardemeister, die WP11 noch fertig gefahren heute Abend und dann nicht in die WP12 gegangen zum Beispiel. Und ja, noch ist nichts entschieden. Sebastian Ogier, der führt im Augenblick die Rallye zwar relativ komfortabel mit fast 2 Minuten Vorsprung an, aber wir haben es gesehen an Nicolas Vuillaus, der ja quasi als der Titelverteidiger hier ins Rennen gegangen ist, ebenfalls durch Unfall ausgeschieden. Und auch der Führende, der ehemalige Führende, Juho Hänninen, mit einem Schlag bist du draußen. Viele Platten haben wir gesehen. Und das kann einem ruckzuck den Sieg versauen, beziehungsweise auch eine gute Position, die wir letztendlich dann ja sehen wollen von denjenigen als Früchte der Arbeit. So sieht's aus oben am Col di Turini. Viel, viel Schnee, da waren einige Leute sehr vorsichtig unterwegs. Die Reifenwahl, eine entscheidende hier während der ganzen Rallye. Und die Leute, die
heute Abend dann eher auf die, na, ich sag mal, Sommerbereifung umgestellt haben. Die waren hier oben völlig verratzt. Buri zum Beispiel, Sarrazin hat hier gepokert. Das hat bei der WP11 nicht unbedingt funktioniert, aber in der WP12 dann schon um einiges besser. Aber Gian Domenico Basso hat uns überrascht mit einer Bestzeit in der WP12 und auch in der WP11 war er sehr, sehr schnell, aber hat sich da einen Platten eingefangen und damit auch hier die Früchte der Arbeit nicht einfahren können. Ja, mit Sarrazin ist der Einzige noch im Rennen, der drei WPs für sich entscheiden konnte, 2, 7 und 9. Aber dem sitzt Jan Kopecky im Nacken auf der vierten Position und dem fehlen nur 2 Sekunden. Aber wir bringen sie aufs Laufende und das kann keiner besser als Norbert Okenga. Hinein in die erste Prüfung, Didier Auriol, der große Name, der gleich einmal sich bereits auf der allerersten Etappe verabschiedet nach einem Fahrfehler. Falsche Reifenwahl auf einer Eisplatte in einen Felsmassiv hineingeknallt. Wenig später erwischt es Luca Rossetti, gewechselt von Peugeot zu Fiat, mit Schmackes hinein ins Garagentor. Und kaum ist der Besitzer desselben da und denkt, schlimmer geht's nicht mehr, kommt gleich noch der Flächenbrand hinzu. Luca Rossetti ebenfalls nicht mehr dabei. Toni Gardemeister unterwegs im Astra Fiat. Aber hat Grande Punto eine Notlösung. Eigentlich hätte er mit Suzuki in der Rallye-Weltmeisterschaft fahren wollen. Aber die Japaner sind ausgestiegen vor Saisonbeginn. Toni Gardemeister zunächst auf der dritten Position in der Gesamtwertung. Bestplatzierter Fiat im gründlich überarbeiteten Abarth Grande Punto, der mit vielen technischen Detaillösungen konkurrenzfähiger gemacht werden sollte. Im Vergleich zu dem Peugeot. Auch Gian Domenico Basso fährt ein solches überarbeitetes Auto. Hat aber etwas zögerlich losgelegt. Ganz im Gegensatz zu Chris Meek. Gleich die zweite Notlösung, eigentlich bei Subaru eingeplant in der WM. Dann Subaru ebenfalls ausgestiegen. Und daraufhin mit Unterstützung von Peugeot UK, also Peugeot England, der Mann aus der Nähe von Belfast in Nordirland, ins Kronos-Team aufgerückt. Sehr gute Zeiten, gleich einmal auf dem Niveau von Freddy Leux, dem etatmäßigen Kronos-Piloten. Der Mann aus Belgien vorne mit dabei, allerdings phasenweise sogar langsamer als Chris Meek und auch als Sebastien Ogier, der hier einen einmaligen Gaststart absolviert in einem vierten Kronos-Wagen in den Farben eines Reifenherstellers. In diesem typischen, bei jedem Rallye neu zu besetzenden Auto. Nicolas Vuillos, der Gesamtsieger der interkontinentalen Rallye Challenge aus dem Vorjahr. Im Peugeot-Lager gab man sich nicht allzu viel. Die Zeiten flogen hin und her zwischen den Kronos-Autos und zwischen Stefan Sarrazin, der mit einem Peugeot reinrassigen Werkseinsatz unterwegs ist. Stefan Sarrazin kann ebenfalls nach der ersten Etappe darauf hoffen, hier um den Sieg mitfighten zu dürfen. Aber alle Peugeot waren überrascht davon, dass Juho Heininen im brandneuen Skoda Fabia sich gleich einmal in Führung hat setzen können. Juho Heininen gewinnt auf der ersten Etappe zwar keine Prüfung, dafür aber die Etappe insgesamt. Der Mann aus Finnland, 27 Jahre alt, mit einem neuen Zweijahresvertrag bei Skoda gesegnet, mit dem flaschneuen Boliden in Führung vor Stefan Sarrazin, Nicolas Vuillos, Sebastien Ogier und Freddy Leux sowie Chris Meek. Ein Skoda tanzt allen fünf Peugeot 207 vor der Nase rum. Gian Domenico Basso und Toni Gardemeister auf den Plätzen 7 und 8 vor Franz Wittmann Junior im besten Gruppe N-Boliden, der die Gruppe N im Stohlauto bislang beherrscht hat. Dann aber am zweiten Tag überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst legt Juho Heininen mächtig los, wählt die richtigen Reifen und baut mit einer Bestzeit seine Führung aus. Stefan Sarrazin verbuddelt seine Ambitionen aufs Podest in einem Bach. Mit Hilfe der Zuschauer dauert es mehr als 4 Minuten, bis Stefan Sarrazin sich wieder freifahren kann. Und damit ist sein zweiter Platz beim Teufel. Noch ärger erwischt ist Nicolas Vuillos, der hier nur haaresbreite einem Totalabsturz entgeht. Sich zwar noch kurz wieder berappeln kann, aber wenig später sein Auto unsanft an einer Felswand anlehnt und sich dabei die linke Hinterradaufhängung irreparabel beschädigt. Der IAC-Titelverteidiger Nicolas Vuillos, Seite der zweiten Etappe, nicht mehr mit dabei. Stefan Sarrazin von der Rolle des besten Peugeot zu jener des schlechtesten degradiert. Anton Alain meldet sich erstmals zurück auf der Monsterprüfung Saint-Bonnet mit einer guten Zeit. Ganz vorne allerdings bleibt zunächst Juho Heininen in Führung. Jan Kopecky
holt sich ebenfalls im zweiten Skoda Fabia die erste WP-Bestzeit in der Mittagsprüfung der zweiten Etappe. Nach Servolenkungsschaden war er zwischendurch mal 24. Mittlerweile bereits wieder auf Platz 7 zurück nach vorne gefahren. Stefan Sarrazin beschreibt danach ebenfalls Schadensbegrenzung und Toni Gardemeister kommt besser in Tritt und macht sich auf den Vormarsch. Der Astra-Pilot ist besser als die reinrassigen Werksfahrer aus dem Abarth Grande Punto Rally-Team, von denen zwei schon seit dem ersten Tag nicht mehr mit dabei sind. Chris Meek geigt auf der schwer verschneiten Königsprüfung des zweiten Tages ebenfalls nachhaltig auf, schiebt sich zwischendurch auf die zweite Position bei seinem allerersten Einsatz in einem Peugeot 207. Hennelen lässt eine Bestzeit folgen, setzt sich an der Spitze zunächst ab, hat dann aber auf der letzten Prüfung des Tages einen Reifenschaden zu beklagen, sodass die Führung beim Teufel ist. Juho Hennelen verliert auf den letzten Drücker die Spitzenposition. Freddy Leux und Sebastian Ogier, die beiden Kronos Peugeot-Piloten, schlagen daraus Profit. Sebastian Ogier beendet die zweite Etappe als neuer Gesamtführender, obwohl er noch keine Bestzeit hat, sich ans Revers heften können. Der Reifenschaden von Juho Hennelen macht es möglich. Sebastian Ogier, der Juniorenweltmeister, führt bei seinem ersten Auftritt in der Super 2000 in der IRC vor seinem Teamkollegen Freddy Leux. Franz Wittmann verteidigt trotz eines Turboladerschadens am Abend der zweiten Etappe immer noch die beste Ausgangslage in der Gruppe N im Auto von Manfred Stohl. Ja, die beiden letzten WPs liegen an. Die WP13 mit knapp 35 Kilometer und die WP14 damit nochmal knapp 20 Kilometer. Und Sie können uns bis um 1 Uhr live verfolgen. Aber davor gab es ja noch eine ganze Menge auch heute zu sehen. Beispielsweise die furiose Fahrt von Sebastian Ogier, der sich da zunächst einmal an einem weiteren Peugeot vorbeiarbeiten muss. Sebastian Ogier untermauert seine Vormachtstellung gleich heute Morgen mit einer Bestzeit und baut damit die Führung weiter auf. Und seither lässt er Vorsicht walten. Toni Gardemeister hat sich auf Rang 2 vorarbeiten können mittlerweile. Stefan Sarrazin auf Rang 3. Und daraus mögen Sie bereits ermessen, dass an der Spitze der Blitz eingeschlagen hat. Juho Hänninen und auch Chris Meek fehlen bereits. Hänninen erwischt es gleich in der allerersten Kurve der ersten Prüfung heute Morgen. Zu schnell ins Rutschen gekommen, in den Graben eingeschlagen. Und deswegen ist Juho Hänninen nicht mehr mit dabei. Und wenig später hat es auch Chris Meek erwischt, der seinerseits an der Stelle sechste Gang Vollgas abgeflogen ist. Am Auto die beiden linken Radaufhängungen völlig beschädigt, die Räder sind abgeknickt und Freddy Leux, einer der Leidtragenden davon, hat kurz hinter dem Wrack von Chris Meek sogar anhalten müssen und deswegen entsprechend viel Zeit verloren und Sebastian Ogier vorbeilassen müssen an die neue Spitzenposition. Die erste Überfahrt des legendären Col de Turini vor diesen zigtausenden Menschenmassen am Wirtshaus. Die Nacht der langen Messer ist längst im vollen Gang, vor allen Dingen die Party der langen Messer da oben auf der Passstraße. Und die Gardemeister klagt Schwierigkeiten mit dem Auto bereits auf der Turini-Prüfung Nummer 1. Schwer beschlagene Scheiben, Schwierigkeiten auch mit dem Motor seines Fiat Abarth Grande Punto. Das führt dazu, dass er die zweite Prüfung des Abends gar nicht mehr in Angriff nehmen kann. Und auch Anton Alain hat Schwierigkeiten mit dem Auto, mit dem Motor seines Abarth Grande Punto. Gleich zweimal hat es dort also gescheppert im Lager der Italiener. Die erste Turini-Prüfung kann Anton Alain, der Sohn von Marco Alain, noch problemlos absolvieren. Danach allerdings auf der zweiten langsame Fahrt hinten raus wegen zäher Leistungsabgabe seines 2-Liter Saugmotors. Freddy Leux vor Toni Gardemeister und Anton Alain lautet das Ergebnis der ersten Col de Turini-Runde. Der Fahrt von Col de Braus nach La Boulogne-Rosupier. Danach ging es von Lantosque nach Lucerne, wo deutlich weniger Schnee lag, da aber schon der Frost aus dem Boden gekrochen kam und an manchen Stellen sich die Feuchtigkeit in das gefürchtete schwarze Eis verwandelt hat. Gian Domenico Basso liest die Wertungsprüfung am besten und verblüfft mit einer Bestzeit, während links und rechts von ihm die Fiat Abarth verscheiden, gibt Gian Domenico Basso ein Lebenszeichen für die Traditionsmarke aus Italien. We lost
Jan Kopecky fährt vorsichtig. Er bleibt in Reichweite der Top 5, allerdings noch kein Platzgewinn für Jan Kopecky. Er ist allerdings stark rangekommen an Stefan Sarrazin. Sarrazin seinerseits momentan Dritter mit einem Vorsprung von gerade mal 2 Sekündchen auf den viertplatzierten Jan Kopecky. Da gibt es also noch einiges zu kämpfen im Laufe der nächsten Zeit bis um 1 Uhr in der Nacht. Freddy Leux verteidigt Platz 2, macht sogar weiter Boden gut auf den Spitzenreiter Sebastian Ogier mit einer sehr, sehr guten Zeit auf der fast vollständig aus reinem Asphalt bestehenden 12. Wertungsprüfung. Da ist Freddy Leux in seinem Element. Der Mann aus Flandern, der Asphaltspezialist, blüht hier vollkommen auf. Sein Rückstand auf den Spitzenmann allerdings immer noch 1,57,4 Sekunden. Er hat zwar heute Abend eine ganze Menge davon abraspeln können, aber Sebastian Ogier hat das Geschehen an der Spitze noch im Griff. Ogier liegt in Führung. Basso gewinnt die letzte Prüfung vor der Live-Übertragung vor Jan Kopecky, Freddy Leux und Stefan Sarrazin. Sarrazin seinerseits von einem Reifenschaden vorn links empfindlich eingebremst, nachdem er eigentlich die optimale Reifenwahl gehabt hat. Ogier also jetzt 1,57,4 vor Freddy Leux. Stefan Sarrazin auf der dritten Position, gerade mal diese 2 Sekündchen vor Jan Kopecky, da werden wir ein Auge drauf haben. Gian Domenico Basso auf der 5. Position, relativ allein auf weiter Flur. Dahinter Anton Alén und neuer bester Gruppe N-Fahrer jetzt, Tony Romayet vor Olivier Bory wieder in einem Super 2000er und dann Philipp Artrud und Tony Cavallini.